Warum Gallery? Warum? Was machen Gallery-Sachen hier? Okay, guter Platz zum In Rasten. Mal Ordnung. hier unten. Dieser kleine Brunnen scheint nicht besonders tief zu sein. Ein paar Eimer und Seile liegen in der Nähe. Okay, der ist sehr nett, wenn man nichts von ihm kauft. Hier sind nur Swiffer-Bins. Und hier sind Beeren und Gerudo. Okay. Lagerhaus. Nimm. Danke, dass ihr mich aus den Minen gerettet habt. Jetzt, wo Shikata tot ist, sind wir einen Schritt näher an die Rettung unseres Volkes. Hab Dank. Ist schon gut, Guerrero. Ich bin froh, dass ihr in Sicherheit seid. Lebt wohl. Könnt ihr mir Heilung geben? Okay, der heilt nur. Okay. Das heißt, eigentlich könnte ich jetzt die abgetrennte Hand und dann noch Dings besuchen gehen, Kuldaha. Erst einmal, um diese Sidequests abzuschließen, bevor wir uns hier weiter um alles kümmern. Es soll geschehen. Jetzt könnt ihr übrigens auch in euer Dorf zurückkehren. Tarnhelm. Sag, was du von mir willst. Einverstanden. Wie kann ich vorwärts? Gut. Tarnhelm sagt nichts mehr. Gewiss. Ja. Warum steht er wieder? Ich weiß mir meinen Bart in deinem Blut! Also ja, ich will hier erstmal raus. Weiter. Und dann auf die World Map. Weiter. Dann reisen wir erstmal zur abgetrennten Hand. Weiter. Da ist der Weg nach oben. Es soll geschehen. Einmal noch nach. Ich bin erschöpft. Gewiss. Lasst uns eine Weile rasten. Das ist aber der Weg, nicht der Fahrstuhl. Der Fahrstuhl führt nach unten, nämlich. Es soll geschehen. Wie geht's dir? Nichts Besonderes Neues. So. Quest. Steht leider nirgends, in welchem Turm das war. Ich glaube aber, es war im Corellon-Turm.
Labellas war es nicht, Soluna war es auch nicht und der Cheberas-Turm war der Turm mit den Kriegern. Einverstanden. Es soll geschehen. Sofort. Genau. Einverstanden. Friede sei mit euch. Wie ich sehe, seid ihr wieder da. Ich habe ein paar Samen gefunden, die ihr vielleicht gebrauchen könnt. Ihr habt ein paar Samen gefunden, damit kann ich diesen Ort etwas von seiner alten Schönheit zurückgeben. Ich hatte es schon fast aufgegeben, hier jemals wieder leben zu sehen. Ich danke euch. Ach, kümmert euch nicht darum. Ach ja, wenn ihr noch irgendetwas findet, das für Wiederaufbau des Arboretums nützlich sein könnte, wäre ich euch sehr dankbar. 150.000? Dieses Wasser ist vielleicht rein genug für eure Zwecke. Dieses Wasser wird seinen Zweck erfüllen. Jetzt kann wieder Wasser das Arboretum durchfließen. Mit euren Taten habt ihr wieder Schönheit einziehen lassen. Friede mit euch. Ach, kümmert euch nicht darum. 120.000. Ihr habt wieder Wasser ins Arboretum gebracht. Oh, schön. Vielleicht könnt ihr diesen Vögeln ein neues Zuhause geben. Es wird ihnen in ihrer neuen Heimat gefallen. Mit ihren Liedern werden sie Leben in dieses Arboretum bringen. Ich danke euch. Nur 84.000. So, diese Eichhörnchen scheinen etwas mehr Platz zu gebrauchen. Das Arboretum wird ihnen als schönes neues Heim dienen. Danke. Geht in Frieden, meine Freunde. Das Arboretum erstrahlt wieder in altem Glanz, meine Freunde. Ich danke euch. Ich denke, jetzt ist meine Arbeit hier getan und es ist Zeit weiterzuziehen. Ich danke euch. Lebt wohl. Lebt wohl, Valentis. Ja. Jetzt ist das wirklich ein schöner Ort. Und ein Level Up für Lunastra. Hört sah sich fertig bei 2 Punkte, 2 Trefferpunkte, 3 Sagenkunde. Gut. Dein Befehl gewiss. Und dann können wir wieder hier runter gehen. Weil ich glaube jetzt. Ja. Wir haben in der abgetrennten Hand mit dem elfischen Velantis gesprochen. Achso, das ist eigentlich genau derselbe Text wieder, immer noch. So, jetzt gibt es noch wichtige Ereignisse. Ja. Und die Stimme von Durdel. Ach ja, und das Herz des Winters. Vorwärts! Gut. Es soll geschehen! In Ordnung. Dann gucken wir mal, ob Laryl vielleicht noch am Tagebuch seiner Tochter interessiert ist. In Ordnung. Gewiss. Weiter. In Ordnung. Es soll geschehen. Vorwärts. Weiter. Hast du uns noch was zu sagen? Ihr seid zurückgekommen. Zurückgekommen. Ich will mehr darüber erfahren, was in der Hand geschehen ist. Laryl, dies hier könnte dich darauf werfen, was wirklich aus eurer Tochter geworden ist. Wieder einmal beschämen mich die Fehler, die ich zu Lebzeiten gemacht habe. Ich bin ein Narr. Die Zwerge haben meine Tochter nicht umgebracht. Bis zum Ende hat sie Seite an Seite mit den Zwergen gekämpft, wie ich es in einer längst vergessenen Zeit getan habe. Evain starb als einer der größten Helden der Hand.
Nochmals habt ihr meinen ewigen Dank. Wenn ihr mich entschuldigen wollt, ich habe über vieles nachzudenken. Evans Tagebuch. Hatte sie jetzt hier nicht gerade einen anderen Namen bei ihm? Nee. Wir haben Lara das Tagebuch, das wir in Dorntief gefunden hatten. Darin beschrieb Evane, wie sie sich bemüht hat, die Elfen und die Zwerge wieder zu vereinen. Sie berichtet vom Fall von Dorntief, der zu dem führte, was in ihrer letzten Tage wirklich geschehen ist. Selbstverständlich lebt wohl 56 1000 Erfahrungspunkte. Es ist gut, euch wiederzusehen. Wie geht es mit dem Nachdenken? Zum ersten Mal in vielen hundert Jahren erinnere ich mich daran, wie es ist, Frieden zu finden. Ich danke euch dafür. Ich werde hier in der Hand bleiben und dafür sorgen, dass alle Elfen, die noch hier sind, es ins Leben nach dem Tode schaffen. Dann wird Labelas vielleicht den Weg nach Avandor öffnen. Schön, dass es euch gut geht. Wir sind auf dem Weg zurück nach Kodar und können eure Hilfe für die Reise gebrauchen. Ja, da portet er uns mal schnell nach Kuldahar. Weiter! Gut. Ich bin aber eigentlich echt noch gewillt, diese Nym in Einzelteile zu zerlegen. Weil durch ihre Geldgier hat sie es eigentlich verdient. Aber das kann ich mir bis zur nächsten Aufnahmesession dann überlegen, weil... Ich will erstmal gucken, ob er hier auch was mit den Panzern anfangen kann. Nein, er kann nur Zauber, aber dann kann ich hier Zauber verkaufen. Was kann ich denn verkaufen? Ach, verkaufen wir mal Glück. Das können wir alles behalten. Flammenfall, Schutz vor Kälte. Wunden und schwere Wunden heilen, Schutzformel gegen Säure. Ach komm, Gefühl Hoffnungslosigkeit packen wir mal weg. Feuer, Lähmung aufheben. Fluchbrechen können wir auch mal verkaufen, Lähmung aufheben. Brennendes Blut war, Sichtweite des Anwenders können wir behalten, Todeswolke auch. Das Fluchbrechen können wir behalten. Ja, geheimes Wort brauchen wir nicht unbedingt. Tote beleben kann auch weg. Sprintbrot kann weg. Symbol des Schmerzes ist Berührung. Also kann es weg. Insektenplage können wir... Kann nur verwendet werden von druidischer Mahne. Okay, also kann eigentlich die Insektenplage genauso weg. Donnersteine können eigentlich genauso weg. Dornsteine. Stärke des Champions können wir behalten. Okkulte Frostsphäre, Wort der Macht, Stille kann weg. Geringer Zauber behalten wir mal. Wort der Macht, Betäubung behalten wir auch. Mordankals Schwert. Behalten wir mal. Malavons Wut. Nee, das können wir verkaufen. Auflösung. Behalten wir mal. Todeszauber. Den verkaufen wir lieber. Abbild behalten wir, tödlicher Nebel auch. Tänzens Verwandlung können wir verkaufen. Fleisch zu Stein ist Sichtweite. Finger des Todes ist auch Sichtweite. Okay, flammende Wolke behalten wir auch mal.
Sind wir mal ehrlich, das Kackbuschhäuser, das können wir verkaufen. Massenunsichtbarkeit. Wort der Machttod behalten wir. Okay. Ja, einverstanden. Weiter. Dann mal raus hier. Vorwärts. So. Da würde ich sagen, speichern wir jetzt mal wieder. Das wäre jetzt Let's Play 20. Also LP020. Und dann mache ich hier erstmal einen Cut. Also bis gleich.